wichtig, dass wirklich was angegangen wird, dass man die Probleme, die jetzt in Zukunft auf uns warten, gerade so Bereich Klima, Umweltschutz, Migration, Wirtschaft, also alles, was wichtig ist, wirklich jetzt auch vernünftig mit Vernunft und mit einem guten Team umgesetzt wird. Das und nicht mit dem Kopf durch die Wand, das ist ganz wichtig. Also erstmal den Bürger mit einbeziehen, öffentlicher Diskurs und. Puh, so Freunde, jetzt haben wir hier aber fast die ganze Folge oder sogar zwei Folgen uns mit diesem Großereignis beschäftigt. Mich würde interessieren, wie ihr dazu steht, wie ihr euch ja an dem Abend gefreut habt. Habt ihr euch nicht gefreut oder ja, so alles in Erwartung so gekommen, wie ihr das vorhergesehen habt oder so. Das würde mich ja mal auch interessieren. Können wir gerne in den Kommentarbereich. Huch, da brennt einer. Der ist ja Feuer und Flamme, wenn er mich sieht. Hallo, my friend. Cool. Nee, und genau. Dann möchte ich das Thema aber auch beenden jetzt. Reicht, also ich denke, jetzt haben wir wieder, wie viel? 5 Jahre Zeit? 5 Jahre, glaube ich, haben wir Zeit. Und genau, und dann werden wir uns in 5 Jahren nochmal unterhalten über die nächste Europawahl. Eigentlich ist interessant, dass Europa da so wichtig ist, oder? Das ist so, also hätte man nicht gedacht, wirklich überraschend. Naja, so, machen wir das nächste Thema auf. Ja, ich denke, können wir machen. Und zwar würde ich als nächstes Thema gerne mal so die Thematik mit dem Telefon ansprechen wollen. Auch hier hat sich jetzt natürlich ein bisschen was ereignet. Und zwar mein Daddy, der ist wieder in Berlin. Genau, der ist wieder aus dem Italienaufenthalt zurückgekommen und hat mir voll lecker Sachen mitgebracht, so ein richtig schön Pfeifentabak und oh, ich freue mich so, dann habe ich erstmal wieder ein bisschen was Leckeres. Und genau, und da würde ich ganz gerne so ein bisschen drauf eingehen noch. Warte mal, wie kann ich denn das? Ich mache das, das ist hier so bunt, ne? Okay, das ist hier alles voll. Gut, dann müssen wir das mal hier erstmal reinmachen in die Gribbelgrabbelkiste. Das ist ja alles das Gleiche. Ja, und jetzt ging es ja um die Thematik mit dem Telefon. Also ich habe mich jetzt entschieden, das ist so der letzte Stand, ich weiß nicht, ob ihr den schon wisst, ansonsten wisst das jetzt gleich. Und zwar, ich habe mich jetzt entschieden, ich werde das Telefon zurückschicken, weil ich damit absolut nicht zufrieden bin. Also ich wiederhole es nochmal, der Karton hat mir nicht gefallen, das ist einfach nur eine billige Verarbeitung. Dann in die Gebrauchsanweisung fand ich total doof irgendwie, also auch da bin ich sehr, sehr unzufrieden mit. Und ja, allgemein, das ist einfach, das ist Murks, Freunde, das ist einfach Murks. Also das S23 Plus, da ist Murks. So, was ist jetzt die Alternative? Ja, ich habe mir jetzt bei meinem Cousin, da hatte ich das Glück, der hatte das Samsung Galaxy S24 Ultra. So, und da habe ich dann gesagt, okay, ja, das interessiert mich. Was ist das für eins? Und da habe ich mir das mal angeguckt. Also das ist ein bisschen größer als das Plus. Das hat wohl ein anderes Display auch, was wohl nicht spiegelt. Gut, ist jetzt nicht ganz so wichtig für mich, aber okay. Hat eine bessere Kamera drin, ist auch ein bisschen schneller und auch ein bisschen hochwertiger und ist wohl jetzt so das Modernste, was es ist, was es so gibt. Allerdings auch hier das Problem, die Kanten. Das ist ein sehr kantiges Smartphone und ich mag die eher rund, die so edge halt, ne? Die so ein bisschen runder sind. Dennoch werde ich jetzt versuchen, mit 1 und 1 zu sprechen. Ich habe jetzt mir mal so einen Deal ausgesucht. Ich werde denen sagen, pass auf, 58, 59 Euro im Monat, sofort dauerhaft, aber dafür das neue Telefon und dann mache ich eine Vertragsverlängerung für 24 Monate. Und wenn die sich darauf einlassen, dann werde ich wahrscheinlich schon in der nächsten, ja, im nächsten Monat oder so, werde ich da wahrscheinlich jetzt schon das neue Handy haben, also das Galaxy S24 Ultra. Und werde dann auch die Nummer behalten, die alte. Ja, als Geschäftsnummer hole ich mir dann halt so, ja, was dann halt Prepaid oder so, da lasse ich mir was einfallen. Da werde ich dann das S10 nutzen oder so. Irgendwie sowas in die Richtung, genau. So, wo sind jetzt, hä? Ah, hier ist es. Nee, doch. Ich bin immer gerade, ach Quatsch. Wir hatten die Schienen, die sind hier unten verlegt worden. Da lag das Problem. So, dann müssen wir mal kurz die Schienen jetzt legen. Jetzt haben wir ja die Schienen mitgenommen. Siehst du, da haben wir uns ein bisschen auch was gespart hier, weil jetzt haben wir nämlich die Schienen kostenlos und da mussten wir jetzt erstmal kein Eisen verdatteln. Deswegen ballern wir jetzt mal schnell die Schienen hier fertig. So. Sehr gut, dann haben wir ja schon mal. So, und die müssen jetzt wohin? Irgendwo mussten wir die jetzt hinpacken. Die kommen jetzt da rein, kann das sein?
Ja, die kommen hier runter. Ja, das kann aber nicht funktionieren hier, weil da muss der aber weg hier, oder? Ah, das geht sogar. Da müssen die Fackeln weg. Müssen wir aufpassen, dass jetzt hier nicht gleich was spawnt. Aber wenn ich die jetzt schon nach oben hole, das ist vielleicht ein Fehler. Ich werde das mal. Ich werde das Ding auch vorher mal selbst testen, bevor. Bevor ich hier. Echt, das funktioniert so? Das soll so funktionieren, ja? Na gut. Das ist ja ein steiler Aufstieg hier. So, dann haben wir da unten das fast schon verbunden. Jetzt müssen wir das natürlich da oben noch verbinden und die restlichen Sachen holen. Jetzt gucken wir uns mal an, wie wir das da gebaut haben. Gehe ich mal kurz hier hoch. Ja, nee, genau. Und dann werde ich also dieses Telefon zurückschicken und dann bin ich hoffentlich zufrieden mit dem S24 Ultra und hoffe, dass es wirklich so gut ist. Aber von der Form her und so, also ich bin ja ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, was das angeht. Ja, also weiß ich nicht. Ich bin da so ein bisschen so, So, gut. Jetzt haben wir aber ein Problem. Wenn die, obwohl Quatsch, die sitzen ja dann im Minecart drin, dann brauchen wir aber eine Schleuse, oder? Wir müssten jetzt, weil die müssen ja hier hin. Das heißt also, ich würde es dann so machen, dass die hier so rumfahren. Und dann würde ich die hier so, dass die hierher kommen. Dann fahren sie nämlich gegen die Wand. So. Und dann würde ich hier eine Tür bauen. Also hier erstmal eine Wand hin. Erstmal so eine Schleuse. So, dann müsste, also wenn es ein Minecart hier ist, so, dann müsste man dann das Minecart kaputt machen, dass die quasi so aussteigen. Das könnte man ja hier so in der Ecke machen. Oder ich mache das einfach weg, die Schiene, so. Dann landet das Minecart hier, dann mache ich das kaputt, dann kann es ja nicht wegrollen. So, und dann müssen die irgendwie hier so durch und dann müssen wir hier aber eine Tür bauen, dass die dann durch die Tür gehen. Also Minecart ist hier, ich mache es kaputt, die gehen da rein und dann hoffe ich, dass die hier, passen die hier durch? Nee, das geht nicht, ne? Wenn die im Minecart sind, das würde nicht funktionieren, oder? Weil meine Angst ist, dass wenn die hier aussteigen, hier die Schienen lang laufen und dann. Oder ich müsste hinter den schnellen Block setzen. Also so, dann kommen die ja auch nicht durch. Ja, das würde auch gehen. Dann müssen wir die einsetzen. Ich meine, das sind nur drei Stück, ne? Das sind nur drei Stück. Also diese Linie hier ist nur für drei Villager. Ja, mehr brauchen wir ja gar nicht. Also ich denke mal, das wird schon klappen. So, das heißt, was wir jetzt als nächstes brauchen, als nächsten Step sind erstmal genug Betten. Das heißt, wir müssen Wolle farmen. Eine Tür brauchen wir. Habe ich nicht bei. Und, oh, wir, ah, ne, hier oben ist noch ein Stack. Und dann müssen wir jetzt gucken, weil wir wollen ja. Ich denke mal, wir fangen. Ach so, das ist der erste. Okay, das ist der erste. Der plumpst dann hier rein. Das kann so bleiben. Okay. Ich dachte gerade nur, dass das hier der zweite ist, aber. Nee, hier ist der zweite. Okay. So, das würde nämlich bedeuten, dass hier die nächsten Schienen kommen. So, nämlich. Und dann geht's in die Richtung. So, und das wird ein bisschen spannender, weil. Oh, das wird aber duster hier. Weil. Ach du liebes bisschen. Weil hier müssen wir mal jeweils fünf. Also hier brauchen wir fünf. Ne? Also hier kommen immer fünf Stück durch. Die müssen wir dann reparieren. So. Aber es ist gar nicht so schwierig, wie ich dachte. So, und jetzt teilt sich das auf. Na, dann machen wir erst die Richtung hier. Okay, erstes Deck ist weg. Und dann wird das wahrscheinlich hier. Oh, dann wird das Minecart aber da reinfallen. Ist auch scheiße. Oh, Mensch, ey, wie man es macht, ist doof. Warte mal, ich nehme mal die Schiene weg. Müssen wir uns mal überlegen, wie wir das machen. Vielleicht machen wir das Minecart auch schon vorher abbremsen und dann schubeln wir die hier rein. Also irgendwie so wird uns das schon gelingen. Ganz genau weiß ich noch nicht, wie. Hier können wir auch schon mal die Schienen setzen.
Auch hier lasse ich dann einfach mal Platz. So lasse ich die mal als Platz. So, dann haben wir das verteilt. Die brauche ich ja dann nur verbinden. Die können wir dann wegräumen. Und dann hat sich das soweit erledigt. Ich glaube, hier auf Schienen kann auch nichts spawnen. Also von dem her sieht das schon mal ganz gut aus. So, und dann machen wir natürlich hier dann weiter. Weil hier müssen wir ja dann auch lang. So, 34 Stück haben wir noch. Das könnte sogar reichen. Einmal um die Ecke rum. Ja, das reicht. Wunderbar. Und hier lassen wir die zwei frei und dann plumpsen die auch direkt da rein. Okay. So, notfalls müssen wir da halt improvisieren. Aber jetzt ist alles miteinander verbunden. Das heißt, zwei haben wir und hier vorne die, ja, da brauchen wir nicht groß. Sollte soweit passen. Okay. Ist da jetzt gerade dunkel draußen oder was? Keine Ahnung. So. Also, der nächste Step, den wir machen müssen, ist hier jetzt erstmal zu. Nicht, dass uns die drei abhauen. So, hier haben wir alles geklärt. Da lassen wir den da reinplumpsen. Das heißt, das Wichtigste ist jetzt erstmal, dass wir die vermehren. Das heißt, wir brauchen Betten. Wie viele Betten brauchen wir? 20 Betten, ne? Das heißt also, jede Menge Wolle brauchen wir. Und wir brauchen Holz. Hier brauchen wir eine Tür. Und ein Minecart brauchen wir. Und Redstone-Fackeln müssen wir auch noch bauen. Weil, oh, ist gerade dunkel. Weil Redstone ist jetzt wichtig für diese Antriebsschienen. Da sind ja Antriebsschienen, ne? Die brauchen wir ja auch noch. Also das müssen wir holen. Freunde, wir kommen hier extrem gut voran. Also, let's go. Holen wir uns mal kurz die Sachen, die wir noch brauchen. Hier ist alles abgesperrt, hier kann nichts passieren, das ist auch gut. Dann holen wir uns mal eben das Holz. So, hier ist alles verbunden. Da ist eine Fackel. Hier brauchen wir jetzt Redstone für diese Schienen hier. Ich glaube, die können wir hier an der Seite. Oh, das ist ein Skelett, macht nichts. So, und da unten ist soweit. Also ich hoffe mal, dass da jetzt. Ich kann ja hier zumachen. Geht das noch zu? Ja, das geht sogar noch zu. Ist ja toll. Oder passen jetzt hier. Okay, da passen trotzdem ja, Monster hin. Dann mache ich einfach mal kurz so provisorisch hier. Ah, okay, das geht sogar. Dann mache ich da mal provisorisch so einen Block hin. So, hier ist so ein Baum, den würde ich aber ganz gerne lassen wollen. Hier ist so ein kaputter Baum. Dann nehme ich den. So, dann mache ich den mal kurz hier ab, weil ich brauche nicht so viel für eine Tür. Ja, Tür ist jetzt nicht so dramatisch. So, wir rumpeln gleich alles ab, dann sieht es ordentlich aus. Wo ist meine Axt eigentlich? Hätte ich eine Axt bei? Nee, Axt habe ich gar nicht bei. Ansonsten hätten wir es auch mit einer Axt machen können. Ja, Freunde, so ist es alles. Also, Stichwort Telefon, Samsung Galaxy. Also, lachendes und ein weinendes Auge. Aber wie gesagt, das Plus möchte ich einfach nicht behalten. Mir gefällt es nicht. Ich bin sehr unzufrieden mit der neuen Technologie. Da habe ich mir vom Design wirklich mehr erhofft. Also wenn ich mir überlege, was für geile Nokia-Handys das gab vom Design her. Ja, oder auch das S6. Ich finde, das S6 hat so ein geniales Design. Dieses Edge, ne, so an der Seite so, wo das Display so gebogen ist, finde ich richtig geil. So, das sieht so richtig zukunftsmäßig aus. Und ja, dann kriegst du jetzt so einen Kasten. Also, es erinnert mich eher so an die erste Generation Handy, so weißt du, so die von E-Plus, die damals rauskam in Türkis oder Mint. Die waren auch so eine Klopper, so eine kantigen, ja. Also, das war, nee, Freunde, nee, nee, du, das ist nicht so. Ja, naja. Ach, dann kriegst du so einen Block raus, okay. Ist auch nicht schlecht. Nee, ich wollte eigentlich nur so ein. So, das reicht sogar schon. Dann machen wir mal kurz hier so ein Crafting Table mal wieder. Wie so oft. Na, wo ist er? Da ist er. Die Schienen können wir erstmal wegpacken. So, mache ich den mal hier erstmal hin. So, ah, steht ein Crafting Table rum. So, und jetzt machen wir mal kurz eine Tür. Ich mache einfach so eine Tür hier. Da kriegen wir sogar drei Stück raus und haben das erste Problem schon mal gelöst. Dann bauen wir da oben jetzt schnell eine Tür rein. Dann haben wir das erste Problem nämlich gelöst. Ja, so. So, Redstone müssten wir haben. Dann heißt, ich muss ja. Was war denn das? Ach, das Skelett. Das Skelett hat mich angeschossen. Mal schnell was essen. So. Nö, dann ballern wir da eine Tür rein und dann kommen die schon irgendwie nicht raus, hoffe ich doch mal. Also erstmal so, ja. Eigentlich eine Eisentür wäre noch geiler, aber ich baue jetzt hier erstmal eine Tür hin. Naja, die würden da schon rauskommen, ne? Die können ja Türen aufmachen. Ist vielleicht auch nicht so gut, oder? Mit der Tür. Eine Doppeltür bauen. Ich würde gerne so eine Schleuse haben, ey. Ich weiß nicht, wie ich es bauen soll. Ich habe keine Ahnung.
Aber wenn wir so diese. Leute, ich mache einfach einen Block. Ich setze hier einfach einen Block hin und dann schieben wir die notfalls mit Wasser da rein. Ist mir egal. Aber zumindest haben wir jetzt erstmal eine Tür und später müssen wir uns was einfallen lassen. Eine Eisentür. Eisentür wäre auch noch eine Idee. So, was war jetzt noch? Minecart. Brauchen wir ein Minecart? Gut, holen wir uns ein Minecart. Minecart. Oh. Wow. So, Minecart müsste da unten liegen. Hier liegt erstmal wieder jede Menge Gegrabbel. Da unten müsste jetzt Eisen eigentlich sein. Von der Falle, da 7 Stück, okay. Das können wir mitnehmen hier. So, dann haben wir erstmal 7 Stück. Ja, hier plumpst natürlich jetzt auch immer noch Golems rein. Ist klar. Aber nur tagsüber. Deswegen ist da jetzt ein bisschen Eisen drin. So, wo ist der Crafting Table? Der steht jetzt da. So, Minecart. Minecart, Minecart, Minecart. Reicht das aus für ein Minecart? Ja, reicht aus. Super. So, dann haben wir ein Minecart. Oh, wir haben sogar neue Rezepte. Gut, Wolle brauchen wir und Redstone Torches. Also, die holen wir uns auch noch. Dann müssen wir aber rüber in die Base. So, Freunde, und dann geht's los. Dann brauchen wir Brot, ganz viel Brot, sodass wir die vermehren können. Und dann haben wir doch schon mal einen guten, wie sagt man, einen guten Durchlauf. Freunde, jetzt haben wir so viel gequatscht über Europawahl, über Handy, waren mal wieder so richtig thematisch unterwegs und in der Zeit haben wir gar nicht bemerkt, dass wir wirklich richtig gut vorangekommen sind. Ja, wir haben alle Schienen, wir waren in der Mesa, wir haben jetzt alles so weit fertig, dass wir in dieser Aufnahmeseason den großen Transport machen können mit den Dorfbewohnern. Ne? Ich freue mich riesig und ich hoffe, dass das klappt, dass wir die da einsperren können. Das wird richtig spannend werden. Ich habe einen Wassereimer bei, notfalls treiben wir die dahin, wenn die Schienen weggespült werden. Ja, mein Gott, dann holen wir uns neue. So, Details. Also, womit fangen wir an? Mit dem Feld oder mit den Schafen? Ich würde sagen, wir machen das mit den Schafen. Dass wir da erstmal anfangen und dann machen wir das Brot. Erstmal holen wir uns mal die Betten alle, ne? Ballern wir mal die Betten dahin. So. Die Kiste werde ich dann auch reinpacken, dass wir das Brot da erstmal so lagern. Ist alles nur temporär, das wird ja sowieso alles abgebaut. Ne? So, hier Grabbelkiste. Ich baller jetzt erstmal das ganze Zeus hier mal da rein. So, so. Ja, hier Eisen, das brauchen wir gleich. Die beiden brauchen wir. Bett brauchen wir nämlich immer mit. Das kann da rein, das kann da rein, das kann da rein. Die Schienen brauchen wir noch. Das kann da rein. Kompass brauche ich erstmal nicht. Die Dinger brauche ich erstmal nicht. Das Ding brauche ich erstmal nicht. Und der Rest kann so bleiben. Und jetzt brauchen wir aber eine Schere. Ich hoffe, wir haben eine Schere. Ansonsten müssen wir. Hier. Ich mache mir mal eine neue Schere, kein Problem. Nichts leichter als das. Die Schuhe können wir ausziehen übrigens. Wir sind nicht mehr im Nether. Rüstung, Rüstung, da ist die Rüstung. So, also ab zu den Schafe. Jetzt werden wir ein bisschen mal wieder Friseuraktivitäten aufnehmen. Gut, dass wir jetzt unsere Schafe haben. Brauche ich einfach nur hingehen, bisschen Wolle scheren und fertig haben wir das. Holz haben wir genug, hoffe ich. So, Schafis, ich komme. Die Schere ist gewetzt. Die Schere ist gewetzt. Jetzt gibt's neue Frisuren. Na, Freunde, dann wollen wir mal loslegen. Jetzt gibt's ein bisschen runter hier mit dem Winterpelz. Jetzt ist hier eine schöne Sommerfrisur. Ja, ich mache euch hier einen schönen Edgar. Da ist er wieder. So, zacki, zacki, zacki. Rumpel, rumpel, rumpel. Bella, bella, bella. So. Übrigens, Freunde, es gibt wieder was Lustiges zu berichten noch. Machen wir das nächste Thema auf TikTok. Ja, Freunde, ich bin tatsächlich mal wieder gesperrt.